das denn? Genau. Ich muss mich. Ah, da hinten ist noch einer. Nee, egal, ich muss mein Bot aufsetzen. Macht die überhaupt Schaden, die Waffe? Was so ein Viererschuss hat die? Irgendwie so Elektrozeugs oder so, ne? Ja, keine Ahnung, was das da ist. Irgendwas. Ja, sieht zumindest aus wie so ein Elektroimpuls oder so, ne? Ja. Aber die explodieren nicht oder sonst irgendwas? Ah, und schon wieder Fahrstuhl. Ja. Der Fahrstuhl des Counts. So, ein Fahrstuhl-Simulator, das werden wir nicht so spielen müssen. Ja, ich meine, das ist ja hier fast nichts anderes momentan. Ja, aber dafür ist er nicht schlecht eigentlich. Ja, das stimmt. Ich hab schon schlimmere Spiele gesehen. Schlimmere. Ein Fahrstuhl-Simulator erstmal gar nicht schlecht. Boah, die zerfetzen aber jemand. Guck mal. Erstmal die ganze Muni hier aufsammeln. Welche Bolzen sind wieder drin? Ich lass noch mal meinen anderen Roboter frei hier. Ja, dann musst du auch noch machen. Ja. Hey Leute, bin wieder da. Gott sei Dank. Gehen wir in dieses Ding rein, bevor ich die Nerven verliere. So. Was muss gemacht werden? Auf dem oberen Steg ist auf jeder Seite eine Harpunenkanone. So haben sie vielleicht den Bauch geöffnet. Okay. Sehr schön. Ich gehe hoch. Kannst du nichts dann machen im Scheiß Ding? Jetzt müssen wir wieder nach oben, ne? Nicht die Harpunenkanone. Ja, da vorne hin. Mit dem Fahrstuhl. Also, ich befürchte, das wird gleich ziemlich böse werden. Ja, ciao. Wer war das? Geht sie nichts an? Hi, Captain. Kapitel 12. Ich guck einfach mal. Treffer. Musst du dem Vieh die Beine spreizen oder was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Das ist schon eklig, oder? Ja, ich bin auf der anderen Seite. Vielleicht muss ich hier auch noch was machen. Ja, stimmt. Ich muss das Vieh hier aufreißen quasi. Du musst hier bestimmt hier mit dem Fahrstuhl reinfahren oder so. Bestimmt. Isaac, Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Norton, kannst du uns helfen? Wow, das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie es sagen, gehen Sie in den Käfig. Da stehe ich überhaupt nicht drauf, wenn der uns steuert. Ich auch nicht. Gerade er. Ja, ausgerechnet. Das, naja. Kann eigentlich nicht gut und. Ich will da gar nicht hin. Ich auch nicht und ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Ich mag das jetzt schon nicht. Ach du Kacke. Aber immerhin sehe ich cool aus. Das ist die Hauptsache. Also Sensors, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervennetz. Er sollte Ping machen, wenn Sie nahe dran sind. Und dann?
Schätze, dann schießen sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Mhm. Endlich was Simples, oder? Genau. Total. Ja, genau. Okay, ich ziehe mit der Sonde und folge dem Ping. Klingt gar nicht so schwer. Gott, Santos, es bewegt sich! Keine Sorge, ich bin tot. Sind Sie da sicher? Oh, da kommen sie. Hm? Wurde da reingesaugt? Keine Ahnung. Von hinten. Ah! Oh, nochmal. Isaac, alles in Ordnung? Nein. Der Sting hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Hm, nichts. Ich muss einen stärkeren Signalping finden. Aha. Immer noch nichts. Es muss hier irgendwo einen aktiven Knoten geben. Oh. Hier ist der Käfig. Aber hier pinkt das ganz schön laut und schnell. Jetzt hört sie da fest auf. Na, vorne gibt es noch mehrere Wege. Okay, hier nicht mehr. Aber hier geht das voll ab. Scheiße. Okay, kommt und holt mich. Alles okay? Lass mal hier vorne hingehen. Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Ich bin schon sehr gelb, ne? Noch eine. Jo. Noch eine. Okay. Okay, hier ist nichts. Wo musst du jetzt lang? Was war das? Genau. Isaac, es hat funktioniert, es hat funktioniert! Ich weiß jetzt, wo die Maschine ist. Santos, nicht jetzt! Ich bin da auch wie voll glücklich drüber. Das war hoffentlich die letzte. Santos, sagen Sie bitte, dass Sie haben, was Sie brauchten. Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Sache zu richten. Gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Oh, der Käfig war ein ganz guter Ort. Ja. Norden! Hättest du beinahe unten. Santos, haben wir die Position der Maschine? Ja. Das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du das... Kannst du was? Was ist jetzt los?
Okay. Ich komme ein paar Minuten. Video Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Ey, was ein Arsch? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton! Norton! Ganz im Ernst, ich hätte in den Kopf geschossen. Ich auch. Hast du ihn aber nicht. Ja, ich wollte... Aber war Video. Ellie, hörst du mich? Verdammt, er hat mein Signal gestört. Ach. Geht das? Ja, ich hab ihn gedreht. Jo. Ging. Aber was ein Arsch, ne, ey? Deine Olle hat ja komisch Kerle, ey. Erst dich, dann den. Ja, stimmt, ne? Wo führt das noch hin, ne? Man weiß es nicht. Einer verrückter wie der andere. Das auf jeden Fall. Zu... Aber ein Arsch, dass er uns einfach drin lässt, ey. Hammer. Ja, gut, dass wir so gewandt sind. Na, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen hier. Jetzt muss das scheiß Waffending weg, ey. Voll von Arsch. Ja. Oh, da wird der Nachladen wieder langsam. Ich sehe ihn schon kommen. Ja, das ist echt nervig ein bisschen hier mit den Nachladen. Ja. Aber nehme ich die eine Waffe wieder mit. Oh, das ist so schön. Ja, ich habe jetzt die ganz erste, diese Maschinenpistole dabei. Mit einem Rahmen drunter und noch so eine. Jetzt noch eine andere Waffe drunter und... Ach, das Ding ist das. Oh, das ist ja wie nix. Oh, oh, das leuchtet aber schön. Ja, immerhin. Funkel, Funkel, Little Star. Also, das sieht hier gar nicht gut aus. Nee, aber... Nee, ach, ist noch aktiv, okay. Ich dachte, man könnte das nochmal aktivieren. Ja, sicher. Ist ja noch nicht genug aktiviert gewesen. Ja, vielleicht steht's halt auf und macht dann Big Bang oder was weiß ich nicht. Persönliches Log, Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare. Soll ich nochmal den Anzug updaten? Ach, das könnte ich auch machen. Du hast schon lange nicht mehr am Anzug rumgefummelt. Aha. Ach, hätten wir ruhig wieder so ein zweites Ding hinstellen können. Ja, das finde ich so oder so nervig, dass wir das nicht gemacht haben. Ja, oder dass zumindest die beide quasi gleichzeitig da schon mal einstellen können, auch wenn sie sich dann nach und nach da reinstellen oder so. Okay, kannst ran. Ich brauche anscheinend noch eine Menge Altmetall, wenn ich da weiterkomme. Okay. Oh. Oh, ich nehme mal den Special Forces an. Den habe ich glaube ich auch noch einen. Den habe ich glaube ich vorher auch gar nicht gesehen. Oder? Special Forces? Ja. Habe ich auch nicht gesehen gehabt.
Ah, ich glaube, das ist der normale Anzug, den du anhast, sonst. Ja, das ist der normale. Scheint so. Ah, der Helm sieht cool aus. Mit so rote Streifen und so drauf. Rennschuhe. Ja, Rallye-Streifen. Ja. Hauptsache sieht schnell aus. Ja. Aber ich will meinen alten wieder haben. Habe ich aber geupgradet, was ich konnte. Ja, ich nehme meinen alten Anzug wieder. Ich will den nicht mehr hier. Der sah viel schöner aus. 5 Stunden später Anzug wechseln. Das gibt hier einen Marathon, ey. Ja, aber nicht, dass er mir dann gleich wieder sagt, ne, ich darf nicht mit dem Anzug raus oder so. Ja, dann musst du halt wieder wechseln. Hast du Pech gehabt? Oh, nee. Ich habe überhaupt keine Lust drauf. So. Dann können wir ja mal wieder, ne? Ja, dann können wir mal eine kleine Aufnahmepause machen, würde ich sagen, ne? Ja, könnten wir. Schlange ja. Hier, ne, Bio und so. Immer an derselben Stelle, immer bei den Anzügen. Tja, ist doch gut, da sind wir wenigstens sicher. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Ja, tschüss. Tschüss.